Hallo aus Andalusien, ich bin Mike von Osuka und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Der Survival-Gürtel oder Überlebensgürtel ist ein Survival-Rucksack im Mini-Format. Er besteht aus dem Gürtel selbst und aus einer Tasche oder mehreren Taschen, die am Gürtel befestigt werden. Das wichtigste Teil überhaupt an dem Survival-Gürtel ist der Gürtel selbst. Und dieser Gürtel sollte bestenfalls aus Stoff sein. So Militärgürtel sind sehr gut geeignet, weil Ledergürtel, also wenn die eben durch die Schnalle, durch den Zug, können die sich aussehen mit der Zeit, vor allen Dingen dort, wo der Gürtel eingehakt wird an der Schnalle. Und bei diesen Gürteln ist das eben nicht der Fall, bei diesen Stoffgürteln, die sind richtig massiv. Es gab früher diese, oder die gibt es auch noch, diese Bundeswehrgürtel, auch diese Gürtel vom amerikanischen Militär, die wurden einfach nur so eingehakt, die wurden eben so rumgenommen. So eine Lochgürtel, die kennt ihr vielleicht noch, einige von euch. Dann so eingehakt und jetzt gibt es diese sehr modernen und sehr coolen Gürtel mit diesem Schnellverschluss. Also einfach rein ist das zu und richtig fest und dann hier wieder aufmachen, einen Angriff, man muss da nichts mehr rumfummeln. Also ich finde die richtig geil, zack ist der Gürtel zu und hält. Was gehört zu diesem Survival Gürtel? Zur Ausrüstung. Die Ausrüstung ist nichts Statisches, sondern die Ausrüstung, die wechselt sich von Einsatz zu Einsatz, für was du das eben vorhast. Ich hatte auf mehreren mehrmonatigen Touren mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß in Europa, vor allem in Spanien, Portugal, hatte ich immer einen Überlebensgürtel dabei. Und ich fand den sehr praktisch, weil du hast wirklich alles darin, also was du zur Not brauchen könntest, falls du mal deine andere Ausrüstung verlierst. In meinem Fall, ich habe hier so eine Tasche, kann ich jedem empfehlen. Diese Tasche, die habe ich von so einem Militär-Flohmarkt mal erstanden, schon vor x Jahren. Und die bekleidet mich schon sehr lange. Wirklich unzerstörbar, hier ist ein bisschen aufgegangen. Kann man mal wieder ein bisschen festnähen, ansonsten unzerstörbar. Auch ziemlich wasserdicht. Da drin ist so ein Belag, also hier kommt fast kein Wasser rein. Was ich immer mit drin hatte in der Tasche, Taschenlampe. Also hier habe ich jetzt gerade mal so eine Stirnlampe. Ein Energieriegel finde ich absolut sinnvoll, weil falls du wirklich mal alles verlierst, du brauchst Energie, hast nichts zu essen und das komme ich auch nochmal drauf zurück, warum das auch so wichtig sein kann. Hier noch so eine kleine Box, die ist auch sehr praktisch. Also ich habe hier so einfach so eine Bonbonbox. Da kann man ein bisschen, ich hatte auch so ein bisschen Zunder immer drin, kann man Zunder immer reintun. Oder ja, Kleinigkeiten, ein bisschen Nähzeug ist auch immer wichtig. Wiegt auch nichts und als Zunder hatte ich immer noch ein, zwei Tampons dabei, also die gehen richtig gut an. Könnt ihr mal noch ins vorherige Video reinsehen, da hatte ich noch mal was über die Zunder geschrieben, also erzählt im Video. Ja, und hier kommt eben so alles rein, was du wirklich gebrauchen kannst. Und was ganz wichtig noch ist, auch dein Ausweis, oder in meinem Fall eben, wo ich nach Spanien kam mit dem Fahrrad und da mehr Monate unterwegs war und draußen gelebt habe eben. Ich hatte den Ausweis vorher abgegeben und war wirklich nur mit dem Personalausweis unterwegs, aber der Personalausweis, der war eben hier drin. Und ich hatte den Überlebensgürtel wirklich immer rum. Und in der Nacht, im Schlafsack hatte ich den auch immer dran gehabt. Ich habe mir das so angewöhnt. Ist nicht sehr bequem, man kann sich aber dran gewöhnen. Man schiebt dann einfach diese Tasche ein bisschen auf die Seite. Was noch immer mit dran war, extra noch das also ein Taschenmesser. Jetzt habe ich hier so ein kleines Messer mit feststehender Klinge. Und das kann man sehr gut in diesen Gürtel eben reinstecken. Zack, sitzt bombenfest. Und was aber auch reicht, ein kleines Taschenmesser eben. Je nachdem, was du vorhast, was du für Touren vorhast, was ihr so hört, jetzt plätschern, das ist mein Hund, der geht gerade baden. Was du eben so vorhast, wenn du jetzt nur ein paar Tage einfach nur bushcraften willst, durch den Wald vielleicht ein bisschen ziehen und da draußen schlafen willst, da kann eben alles rein. Energieriegel eben, finde ich ganz wichtig. Vielleicht auch dein Ausweis, wenn du nicht im Auto lassen möchtest, falls du mit dem Auto irgendwo hingefahren bist. Und Wasserfilter kann noch sehr praktisch sein auch. Es gibt so die ganz kleinen, die Säuerwasserfilter. Da passt ja auch sehr gut rein. Ja, du musst eben gucken, was du so brauchst. Ich habe eine Liste aufgestellt mit einigen Sachen, so Basics, die man eben mit drin haben kann. Die findet ihr auf meinem Blog. Verlinke ich dann mal noch mit unter dem Artikel. So, mal so zu. Das dazu. Ich wollte noch was sagen zu dem Powerriegel, die ich immer mitnehme, also die ich immer mit dabei habe eigentlich, oder mit dabei hatte auch. Und ich habe wirklich erfahren dürfen, wie wichtig das auch ist, dass man so noch ein paar etwas zu essen noch mit dabei hat. Und da hatte ich mich abends, also kurz vor Sonnenuntergang, hatte ich mich verlaufen. Und das war so
so eine Abflüsse aus dem Gebirge, ging da so runter und ich bin so tagsüber kilometerweit runtergelaufen, wollte aber am selben Abend wieder zurück und bin da diese ausgetrockneten Flussläufe runter und nach unten sah das alles so aus, als ob man das einfach wiederfindet. Es waren aber viele Flussläufe, die da zusammenführten und als ich dann wieder zurückgelaufen bin, habe ich mich da verlaufen und ich war dann so ausgebrannt und ich war da richtig froh, dass ich so einen Energieriegel eben dabei hatte und habe den gegessen danach. Also man merkt das, wenn man so einen Zuckerabfall hat, man ist dann wirklich komplett kaputt und wenn du eben ein bisschen Schokolade dabei hast, irgendwas zum Kauen, also mit hohem Zuckergehalt, hohem Fettgehalt vielleicht auch oder hohem Proteingehalt, das ergibt ja dann, das merkst du, das geht sofort ins Blut, das wird von dir absorbiert und du hast danach wieder Power, du kannst wieder zurück und ich habe es dann auch gepackt, ich bin dann wieder zurückgekommen eben zum Lager. Also für mich gehört immer mit dazu. Also ein kleiner etwas zu essen eben. Ja, also was hast du schon mal, hast du auch selbst einen Überlebensgürtel vielleicht oder einen Survivalgürtel? Was nutzt du als Gürtel? Nutzt du auch so einen Militärgürtel oder einen anderen? Was nimmst du so mit als Notausrüstung? Hast du überhaupt Notausrüstung? Schreib mir gerne in den Kommentaren eine E-Mail. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal. Ciao. Kleine Berichtigung. Als ich aus Deutschland weg bin, bevor ich aus Deutschland weg bin, habe ich meinen Personalausweis abgegeben, hatte aber den Reisepass. Und diesen Reisepass, den hatte ich immer mit dabei gehabt. Dieser Reisepass war auch in der Überlebenstasche drin, die ich immer mit mir getragen habe, weil das war eben mein einziges Dokument. Und es ist wirklich wichtig, dass du dein Dokument, dass du immer mit einem Dokument mit dabei hast. Es ist auch mal vorgekommen, einmal wurde ich auch in Portugal angehalten, weil ich hatte diese Angewohnheit, immer ein Messer immer an dem Gürtel zu halten, also am Gürtel zu haben. Ich hatte das schon in Deutschland immer so gemacht gehabt, also wenn wir draußen unterwegs waren, im Wald eben, immer das Messer dran, ist ja kein Problem in Deutschland. Also ein kleines Bundeswehrmesser hatte ich immer dabei gehabt und in Spanien, Portugal dann oder überhaupt auch in Frankreich. Also hier ein kleines Bundeswehr-Taschenmesser. Und hier dann aber, also wo ich dann nach Spanien kam dann eben und über Portugal gefahren bin, hatte ich dann hier so ein Klappmesser dran. Auf jeden Fall hat mich da irgendwann die Polizei angehalten und einfach mal so und gefragt, ja, was ist das hier? Messer und da schon Zwiebeln schneiden, kein Problem. Die wollten dann auch nichts weiter, die wollten auch meinen Ausweis. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass du den Ausweis immer mit am Mann hast. Das ist eigentlich die wichtigste Grundausrüstung überhaupt. Die wichtigste Survival-Ausrüstung, das wichtigste Teil ist mit deinem Ausweis. Ich werde vielleicht im nächsten Video mal was darüber machen, über die drei grundlegend wichtigsten oder die drei bis fünf grundlegend wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, die man dabei haben kann. So viel bisher her, also dieser kleine Nachtrag noch. Ciao, bye bye.